Berlin-Tegel, Freitagabend. Szenen wie diese sind inzwischen begehrt. Kollegen filmen Jugendliche einer Straßengang. Nur der 17-jährige Jim weigert sich, vor die Kamera zu treten. Also hier wird wieder die kriminelle und aggressive Ausländergruppe gezeigt. Da muss ich gar nicht sein. Man kann dazu auch Hetze sagen. Also, was hier gedreht wird, sind gestellte Szenen, also wo die Jugendlichen Gewalt zeigen sollen. Also ich denke mir, so gewaltmäßig wirken soll. Diese Leute, die sich gerade machen mit den Sonnenbrille und den Tüchern und der irgendwie den Kopf verrummt, die machen das halt nur, weil die Journalisten oder die Reporter dort dein Geld kommen. Und die sagen, macht ihr uns sowas, bringt eure Gruppe mit, kommt mit zum Scheid, kommt. Auch die Jugendlichen wissen inzwischen, dass aggressive Posen und Parolen Geld bringen. 500 Mark sind diesem Team die gestellten Bilder wert. Die wollen nur Gewalt hören, die fragen gar nicht, wie man das anders lösen könnte, ob geredet wird. Die fragen nur, wie geschlagen wird, und das finde ich echt schlimm. Lass den Ballon weg! Nur von der Gewalt wollen wir Journalisten etwas hören, hat Cem gesagt. Aber die ist keine journalistische Erfindung. Über 2000 Jugendliche in 15 Straßengangs hat die Berliner Polizei registriert. Ein Großteil sind Türken. Laut Statistik werden die Gruppen immer brutaler. Körperverletzung, Raub, Erpressung. Für die Gründe dieser Gewalt, hat Cem gesagt, interessiert sich keiner. Er und 5 weitere türkische Jugendliche haben sich bereit erklärt, über ihr Leben zu berichten. Ja, zeige ich auch. Hier haben wir einen großen Panzerkopf. So etwas? Ja. Probier mal, wie das aussieht. Das könnte auch aufzügeln. Ja, sieht sehr schön aus. Sieht schön? Ja. Sehr gut. Guck mal, ja, immer. Und das ist ganz einfach. Das muss aufzügeln. Ganz einfach. Ja. Oder nähen. Oder nee, kann man es auch. Ja, das hat dann noch eine lockere Jacke. 1995. Geht das so oder eine Tüte? Nehmen wir lieber eine Tüte. Ja, nehmen wir eine Tüte. Das ist so auffällig. Muss ja nicht jeder gleich sehen. Ja, da hast du hier. Berlin-Wedding ist das Revier der Black Panthers. Panthers bilden eine der größten und ältesten Gangs in der Stadt. Abu, Murat, Cliff und Sami gehören zu den Anführern. Angst, so sagen sie, haben sie vor niemandem, außer vielleicht vor ihren Vätern. Ich hatte schon drauf gehabt, vor 2 Wochen. Dann hat mein Vater die Panther abgemacht. Dann musste ich neue kaufen. Also meine Freunde haben also Pantherjacken an und die schaffentlich an. Also das sieht scheiße aus. Wie reagieren denn die Leute, wenn sie euch in den Pantherjacken sehen? Also, ja, wenn sie uns ganz viele Leute zusammen sehen, dass wir Panther auf Jacke haben, die denken, wir gehen, um Scheiße zu bauen oder so. Aber wir ziehen an, auch vom Spaß hier, weil es sieht einfach cool aus. Und die Name Black Panther hört sich auch ganz gut an. Und wir haben uns schon gedacht, Black Panther. Zu den Black Panthers gehörte früher auch Cem. Also meiner Meinung nach hier in Tegel entstehen diese Gruppen, weil der Ausländeranteil in Tegel sehr niedrig ist und halt wie die Jugendlichen auch schon Erfahrungen halt wie ich gemacht haben mit diesen ausländerfeindlichen Gruppen und diese Leute da halt sich in der Gruppe halt besser fühlen, geborgener fühlen und sich auch irgendwie geschützt fühlen. Sind das Deutsche? Es sind noch viele Deutsche dabei, aber es sind halt mehr ausländische Jugendliche und zur Hälfte auch Deutsche. Siehst du jetzt gerade Freunde von mir? Ja, einige kenne ich hier, ja. Das sind manche Young Fighters. Halt Jugendliche, die sich gegen ausländerfeindliche Leute sich halt zusammenschützen. Also vor ungefähr einem Jahr. Da kam ich auch von meinem Onkel aus Kreuzberg und bin hier in der U-Bahn ausgestiegen. Ich habe mich sehr, sehr gut da gefühlt, als ich da durchgelaufen bin, weil einfach so ganz locker, ohne was zu befürchten. Und dann bin ich nach Tegel gekommen. Und dann habe ich auf meinen Bus gewartet und dann hat es ein Auto angehalten. Sind 4 oder 5 Vermummte aus dem Auto gestiegen und haben mich dann mit einer Leuchtkugel beschossen, also mit einer Leuchtkugel beschossen worden und sind hinter mir hell und dann bin ich halt nach Hause. Und weißt du, was das für Leute waren? Naja, ich kann nur vermuten, dass es ausländerfeindliche Leute waren halt, also halt Skinheads oder halt Rechtsextremisten. Ja. Dunsch ist Türke. Wenn er nicht bei den Fighters ist, einer anderen großen Gang in Berlin,
arbeitet er als Arzthelfer gegenüber dem Kebabladen seiner Eltern. Die Pfeifers leben in Tegel und im Märkischen Viertel. Ja, das ist unser Revier. Das Revier von den Pfeifers. Wir sind hier aufgewachsen, die meisten. Und, naja, hier sind die meisten zu Hause. Und hier verbringen wir unsere Freizeit. Hier werden die drin gelassen. Hier kommt keine andere Gruppe hin. Durch unsere Gruppe haben wir Schutz vor anderen Gruppen. Also, die machen uns nicht an, wir machen die nicht an, aber hier ist also Ruhe. Hermann ist Krockausdruck. Wir sind im Grunde auch Schläger. Ja, nicht. Also, wenn wir mal wissen, wo eine Nazi-Fete ist, wo ein Republikaner sammelt, also sich Republikaner sammeln und so, dann gehen wir da hin und dann machen wir schon was. Wir sind keine Betschwestern. Also wir machen das nicht grundlos. Wir machen nur das, was gerecht ist. Ne? Also umsonst würden wir niemanden schlagen oder so. Nur wenn es einen Grund gibt. Also es ist einfach so, dass man also sich mehr sicher fühlt. Ne? Es ist auch so, dass unsere Eltern hier, wenn die auf der Straße gehen, dass sie nicht von Restradikalen und so weiter angemacht werden. Ja, die sollen sehen, dass wir Rotheit haben, dass wir zusammen sind und so. Klar, es könnte gegen uns was haben, da wären wir uns einfach. Wenn ich ihn sehe, zum Beispiel dich, sage ich ihm, bist du Nazi, sagte 100%, nein, ich bin kein Nazi. Ich habe alles kurz Haare, aber er sagt, ich bin kein Nazi. Ich habe Glatze Kopf, aber ich bin nicht gegen, also ich bin kein Nazi. Aber wenn du allein auf der Straße sehen, schlagen sie ihn. Oder mit Messerstiche, gab es ja ganz viel. Wenn sie ein paar Türken sehen und die sind viel, die machen ihn also halber Portion, oder die schlagen ihn total. Keine Gnade. Und umgekehrt? Natürlich, wir auch. Ja, wir haben noch ein bisschen noch Mitleid, nicht reicht. Nee, ich würde nicht, also ich würde keine Leid haben. Ich würde den also total zusammenschlagen, totschlagen. Bis nachdem alles was passiert ist, du zu. Die Argumentation, sich irgendwann mal zur Gruppe zusammengetan zu haben, um sich gegen Nazis, gegen Rechtsradikalismus oder ähnliches zu wehren, mag bei der Gründung der Gruppen noch ein Argument gewesen sein. Wenn man sich die Delikte heute anschaut, wie sie verübt werden, in welcher Form, dann merkt man eigentlich sehr schnell, dass von dieser ursprünglichen Argumentation ziemlich stark abgewichen wurde. Denn heute ist nicht mehr der Rechtsradikale oder der Skinhead der typische Opfer von Kriminellen in Jugendgruppen, sondern das sind Gleichaltrige, ja, auch gleicher Nationalität. Da werden Türken angegriffen wie Schüler. So kürzlich eben am Fährberliner Platz, wo ein Mädchen ziemlich übel die Sicht zerschnitten wurde. Der Fall ist auch durch die Presse gegangen. Die Gründe sind da relativ unklar. Und über die Motivation macht man sich auch dementsprechend Gedanken. Cem war bei den Panthers, Cem war bei den Fighters. Jetzt steht er vor Gericht. Er ist fertig mit den Gangs. Er hat eine Freundin und einen Ausbildungsplatz. Doch die Polizei ist skeptisch. Cem wollte schon öfter aussteigen. Bei diesem Protest geht es um Taten, die längere Zeit her sind. Meistens alter Berge. Und hierbei geht es meistens um Körperverletzungen, gemeinschaftliche Körperverletzungen, auch Beleidigungen an Polizisten und Widerstand an Polizisten. Und einige haben auch Anklagen wegen Ausdiebstahl. Aber diese sind eingestellt. Bei mir direkt kommt es zum Freispruch. Also auch der Staatsanwalt hat es beantragt und ich sehe da keine Probleme, weil ich habe bei diesen Taten wirklich mitgemacht und mein Name ist halt nur aufgetaucht und gesagt worden. Freunde haben mich belastet. Und das hat mich auch irgendwie dazu gebracht, von dieser Gruppe halt mich fernzuhalten, weil ich dachte, früher sind gute Freunde, die man nicht verlassen kann. Und unschuldig, wie ich war, bei diesen Sachen wurde trotzdem mein Name gesagt. Das finde ich schon sehr. Auch sehr erschreckend. Ich war angeklagt wegen Körperverletzung. Ja, nur wegen Körperverletzung. In drei Fällen. Drei. Wir sind nicht drauf Ostsoff zu haben, aber manchmal kann man das auch nicht verhindern. Zum Beispiel, wenn man in eine Diskothek geht und dann sagen so, Türken kommen hier nicht rein. Die sagen, zu viele Ausländer drinnen und wir müssen so, also wir haben so Zahlen, bis 20 Leute können wir Ausländer reinlassen. Und über 20 geht nicht mehr. Also wenn der nicht kapiert, was soll ich denn machen? Soll ich mit ihm nicht prügeln? Wenn wir uns prügeln, dann kriegen wir 100% aus Greensburg Anzeige Körperverletzung. Dann haben wir noch mehr.
Probleme. Ich will ja auch mich nicht bei den Deutschmeistern einschreiben und da reinkommen. Das ist auch nichts für mich, ne? Ich ärgere mich so, ja, ich weiß manchmal nicht, was ich mache. Ich flippe aus. Und das ist ganz oft passiert. Jeden Samstag verlassen die Panthers ihr Revier. Dann geht es auf den Kudamm. Endlich was erleben. Jeden Samstag, sagt die Polizei, machen die Gangs Ärger auf dem Kudamm. Meistens vor Diskotheken. Wir kennen ihn nicht, ja? Wir sind gut angezogen, wir haben nichts, wir sind auch nicht kriminell. Okay, aber wir haben hier nur festlich Kupfkarte. Was ist nicht wahr? Soll ich hier Leute da unten sein? Soll ich Ihnen verweisen? Ja, beweisen wir. Naja, einer kann haben, aber nicht alle. Die meisten haben keinen Kupfkarte. Er sagt, nein, dann er muss gar nicht mal also aussehen lassen. Es geht nicht und so weiter. Was ist denn mit uns, ne? Also wir sehen ganz normal aus. Also besser kann man sich nicht anziehen oder was weiß ich was, kriminell sind wir auch nicht. Warum kommen wir nicht rein? Er hat gar nicht was gehört und geht weg, ich muss so nein, raus und so. Zweiter Versuch, eine andere Diskothek. Ja, wir wollten ihnen Gefallen tun. Normalerweise wären die also hier nicht reingekommen. Die haben schon einige Male hier ein unschönes Bild abgegeben und deshalb ist also für die der Zutritt absolut unmöglich. Das äußert sich dann eben so, dass eben andere Leute belästigt werden, hauptsächlich also Mädchen. Ja, die werden also dann umringt sie und betatscht sie und so weiter. Wenn sag mal, ein Freund des Mädchens ja, dann da einschreiten will, nicht, dann kann es also schon mal sein, dass er auf die Augen kriegt. Nicht? Und er steht praktisch immer alleine gegen die Gruppe. Nicht? Das ist dann eben das Problem bei den Leuten. Abu ist der Boss der Panthers. Er verteilt Visitenkarten mit der Berufsbezeichnung Black Panther. In Wirklichkeit arbeitet er am Fließband einer Papierfabrik. Es hat lange gedauert, bis er sich mit seiner Freundin vor der Kamera zeigte. Wir sind seit 3,5 Jahren zusammen und wir sind auch zusammen sehr glücklich miteinander. Wenn deine Freundin einen guten Charakter hat, dann kannst du dich mit ihr gut verstehen. Von allen Sachen hier und also Aussehen spielt keine Rolle für mich. Ne? Hauptsache wir verstehen uns gut. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Warum hast du denn keine feste Freundin, Murat? Dann ist man so abhängig, ist so gefahren dazu. Musst du gleich hingehen, ja. Zusammen sein. Ja. Aber so ist viel besser, weißt du. Dann hast du da einen Discord, kannst du anmachen. Bisschen mehr freier so. Du denkst, ist mir egal, du denkst, okay, ich verlasse die einmal, schmeiß sie weg. Ja. Wenn ich Bock habe, gehe ich wieder. Ist aber nicht so. Du musst unbedingt mit dir reden oder so. Das ist scheiße, nicht für mich. Kannst du mal deine Traumfrau beschreiben, die auch so ein Kind? Soll hübsch sein. Blaue Augen. Naja, große Kippen auch. Figur top, blaue Augen. Für mich sind die Augen nicht. Figur spielt eigentlich keine Rolle, Hauptsache guter Charakter. Ja, gut auch. Aussehen muss auch gut sein. Ja. Und ich ist auch schöner als Sex, wenn sie gut aussehen. Jeder Fighter hat, also manche Fighters haben Freundinnen. Die haben wir bei uns, aber wir haben keine Mädchen bei uns als Gruppenmitglieder. Ich bin der Meinung, das passt nicht bei einem Mädchen. Ein Mädchen sollte mit ihrem Freund weggehen, was auch immer, mit ihrer Freundin ins Kino gehen und halt ihre Probleme anders lösen, aber nicht auf dem Wege mit Streit. Also, wie würde es denn aussehen, wenn auf einmal 50 Mädchen auf einem Haufen sind und an Streit suchen oder was der Streit suchen und die werden angemacht und dann prügeln sie sich rum. Für Mädchen passt es einfach nicht, dass sie sich rumprügeln. Das geht nicht. Sami gehört mit seinen 20 Jahren zu den Senioren bei den Panthers. Als einziger hat er keine Arbeit. Murat jobbt halbtags als Krankenpfleger. Aber richtig ins Schwitzen kommt er erst beim Krafttraining. Er will einmal stärkster Mann von Berlin werden. Schon jetzt nennt man ihn überall Body Murat. Ich will mich aussehen, was.
Ja, ist normal eigentlich. Ich hab gerade angefangen. Was ist denn? Das hast du ja alles antrainiert. Ja. Wie lange machst du das schon? Ich? Naja, seit 2,5-3 Jahren. Wie oft? 5-mal Woche. Wie viele Stunden? 2, je nach dem Plan, nach dem Trainingsplan. Also 2, 2,5. Hast du in diesen 3 Jahren zugemacht? Ja. 30 Kilo. 30 Kilo habe ich schon. Nur wegen Kohlenhydrat. Durch Kohlenhydrat, Eiweiß, ohne Stoff. Und täglich. Täglich wird mal essen. Muss das alles gut sein? Naja, schön aussehen. So. So, Hobby so. Naja, du guckst im Fernseher Rambo und sagst, oh, schön, ich will auch so haben. Dann eben hat man Lust. Wie oft hast du dich in deinem Leben schon geschlagen? Naja, eigentlich bin ich kein Schläger. Ich schlage nicht nur, wenn es sein muss, wenn es wirklich sein muss. Naja, nicht so viel eigentlich, aber wenn, dann richtig. Einmal die Woche, einmal im Monat, jeden Tag? Naja, höchstens im Monat 2-mal oder so, 2-3 Mal, aber sonst nicht. Und bist du immer der Stärkste oder hast du selber mal was abbekommen? Ja, ich habe vielleicht nur ein bisschen mehr abgenommen, aber ich falle noch nie direkt auf den Boden. Und schlägst du dich öfter mit Deutschen oder öfter mit Türken? Naja. International. Sie prügeln sich international. Doch Kontakt haben sie fast nur mit Türken. Sind sie stolz, Türken zu sein? Also das hat ja die Fahne, also türkische Fahne, die ich immer bei mir trage. Und auch einige Deutsche, ich trage sowas. Und es passiert auch ab und zu, dass deutsche Leute auf Türken zugehen und sagen, halt mal, okay, ich trage hier eine Fahne, aber ihr tragt diese Fahne auch auf den Jacken. Und warum tragt ihr diese Fahne? Ihr seid doch auch Nazis, dann, also ihr seid doch auch irgendwie nationalistisch. Und ich denke mir, die türkischen Jugendlichen haben da ein gutes Argument, wenn die sagen, wir sind stolz auf unser Land, weil es so schön ist, weil wir es vermissen, weil wir in einem fremden Land leben. Darum sind wir stolz, weil wir halt hier leben und es halt alles schaffen. Die Arbeit, der Schule, der Sprache, dass wir alles gut meistern. Darum sind wir stolz. Und wir sind stolz auf, dass die Türkei warm ist und schön ist. Aber halt nicht stolz drauf, dass man ein Volk getötet hat oder auf die Regierung, wie hart die ist, oder auf das Militär. Oder die hebe ich auch die Rasse von einer anderen Rasse hervor und sagen, unsere Rasse ist die beste und alle Rassen sind scheiße, wir sind die Besten. Sowas sagt kein Türke, der eine Fahne auf die Jacke trägt. Ich kann mich aus dem Grunde nicht als Deutscher fühlen, weil ich keine deutschen Eltern habe. Wenn ich Deutsche, bloß weil ich hier geboren bin, okay. Bloß weil ich hier geboren bin, heißt nicht, dass ich Deutscher bin. Ein Deutscher ist für mich genau dasselbe wie ein Türke, also auch wenn manche Deutsche. Man darf halt nicht so wie manche Rechtsradikale alles in einen Topf werfen. Wenn manche Deutsche so denken, dass Türke, Deutscher, dass Deutscher vielleicht was Besonderes ist, was Besseres. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen will. Ich meine, ich bin Türke, ganz einfach. Ich fühle mich als Türke, meine Freundin ist Türke, meine Mutter ist Türke, mein Vater ist Türke. Ich fühle mich nur als ein Türke. Naja, ich bin stolz, ein Türke zu sein. Aber naja, ich fühle mich normal. Naja, man sollte immer gleichberechtigt sein, also nicht immer unterscheiden, der ist Deutsche, der ist den auch immer. Aber wenn alle so denken würden, wäre gut, aber denken alle nicht. Der Lebensmittelhändler hat die Jungen im Wedding aufwachsen sehen. Sind das noch Türken? Absolut nicht. Absolut nicht. Also ich kann nur sagen, absolut nicht. Ich kann nur von meinem Punkt sagen, also ich war einmal drin gewesen nach fünf Jahren, nachdem ich hier war. Also das war für mich so, als wenn ich jetzt in einem Fremdland zu Besuch war. Das hat bestimmt keiner die geringste Ahnung gehabt, was es mal hier in 10 oder 20 Jahren nach den ersten, die hierher gekommen sind, für Probleme auftreten. Man sagt hier in der Umgebung, das sind Türken und Berliner Kennzeichen. Die Panthers leben noch bei ihren Eltern. An einem Vormittag, als der Vater bei der Arbeit und die jüngeren Geschwister in der Schule sind, lässt uns Cliff in die Wohnung seiner Familie. Die Mutter hat er vorher eigens für uns aufgeräumt. Also hier ist unser Schlafzimmer. Hier schlafe ich. Hier habe ich früher geschlafen. Hier schlaft mein ganz kleiner Bruder.
da schlaf, also auch mein Bruder da auch, da schlaf Hakan, hier schlaf mein Onkel und hier habe ich mein Eiweiß-Eimer. Das ist 7,5 Kilo, davon habe ich nur 2 Kilo getrunken und also jetzt arbeite ich ja 3 Schichten, jetzt kann ich nicht mehr Training machen und deswegen also lasse ich hier nicht mehr. Das ist mein Bild, da war ich 15 oder 16 und also was Sie hier sehen, hier war früher wie, also wie New York, da war wie Ghetto, also die Häuser waren alt, da war kein Wiese, kein Spielplatz. Wenn Sommer ist, da gehen die Frauen hin, die quatschen da, da spielen wir Fußball, die kleinen Kinder spielen hier auf dem Spielplatz. Ja, ganz schön. Alles billig, einkaufen gehen gut. Sagt, oh, bitte schön, was kaufen, ich helfe Ihnen, aber jetzt nicht so lange. Ach, das ist egal, Ausländer was kaufen, immer so, immer sauer. Aber früher keine sauer. Finden Sie es gut, dass Ihr Sohn bei den Black Panthers ist? Ja, bleibt er nicht gut. Ich keine nichts. Nur mein Sohn gehen arbeiten, kommt Pause, mehr recht. Nein, nicht das. Also die wollen, dass wir nicht mit Polizei was zu tun haben. Also dass wir nur arbeiten gehen, von Arbeit nach Hause kommen. Also nicht mit Bullen was zu tun haben. Ich sitze nicht zu Hause. Einer Leute kommt, sagt, sein Sohn so gemacht. Oder Murat so, andere so. Manchmal sagt es besser, das kaputt geht. Die denken also, wenn die jetzt den Panther abmachen, dann denken die, also die, wir bleiben sauber und so, weißt du? Wir machen nicht so, obwohl wir also, egal, mit Pant oder ohne Pant, wir machen trotzdem was wir machen. Ja, das war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, es war also 90 und wir waren mit Freunden unterwegs, in meinem Auto, also wir waren ganz knapp unterwegs. Wie viele wart ihr denn? Wir waren zu 5 und wir waren so unterwegs, wir sind also einfach nach Spandau gefahren. Also es war uns langweilig, wir waren ganz in Afrika, ne? Für die Panthers ist es nicht die erste Vorladung vor Gericht. Ganz selbstverständlich nutzen sie die kostenlose Rechtsberatung in einem Jugendzentrum. Davon ahnen die Eltern nichts. Ihr seid also angeblich in ein Haus rein, das ist die Schule, wo ihr nicht drin bleiben dürft. Das heißt, es muss also jemanden gegeben haben, der euch gesagt hat, ihr sollt verschwinden. Gab es das? Nee, also als sie uns das sagten, wir waren schon auf dem Hof. So, ihr seid aber vorher rein zur Schule und wolltet aber nicht zum normalen Schulbetrieb, sondern Hände waschen und ähnliches. Ja, wir sind einfach da gelandet. Seid auch in einen Schulraum rein und habt an die Tafel geschrieben. Muss man gucken. Ich denke nur, ist Folgendes. Hausfriedensbruch als solches ist ja eine relativ harmlose Straftat. Nur, es ist in diesem Bereich, vor allen Dingen, wenn ihr als Gruppe auftretet und hier steht dann noch was mit vielleicht kein da, ne? Ja. Wie habt ihr ihn ausgesehen? Habt ihr das hinten auf der Jacke mit drauf gehabt? Alle? Ja, wir alle hatten Panterjacke an. Und das wird das Problem. Ihr müsst also damit rechnen, dass es zu einer Verurteilung kommt und dass ihr, weil ihr in dieser Gruppe drin seid, verstärkt eine härtere Strafe bekommen könnt. Ne? Also wenn ich eine Vorladung kriege oder sonst was, dann überlege ich mir, ob ich die Sache selber klären kann, ohne mich reinzuhalten. Aber wenn es eine zu schwierige Sache ist, also dass sie mir das nachweisen können, dann mache ich das mit dem Anwalt. Ich war schon 8 Mal in U-Haft, kein einziges Mal ist was passiert. Nix. 8 Mal in U-Haft, wie lange? Immer einmal bei 2 Wochen, einmal 3 Tage. Immer so. Wie was passiert? Also immer eingestellt. Ja, dann denke ich, ich bin verrückter Psychopath. Mein Vater sagt immer so zu mir, naja, sag mal, ich weiß ja nicht, wie du zustande gekommen bist. Ich bin intelligent, ruhig. Ich weiß, was aus meinem Leben zu machen, passt du. Ein kleiner verrückter Spinner, meint er zu mir. Was sagst du dann? Wieso bin ich ein Spinner? Ich mach da nur den Weg, vertrete recht. Ich meine, ey, deckt mich für meine Links ein, für meine Rechte und für meine Meinung. Und er sagt zu mir, willst du nicht gleich irgendwie oben in der Politik anfangen? Sagt er dann immer zu mir.
Also ich denke, bei diesen Leuten ist zu Hause die Lage gespannt, weil durch die laufenden Anzeigen werden die Eltern nicht gerade sehr froh sein und dadurch werden auch die schulischen Leistungen nicht so gut und die Eltern merken schon, woher das kommt und sind dann halt nicht mehr so nett zu den Kindern bestimmt. Und durch dieses Abseilen von den Kindern halt wird die Beziehung zu Hause noch schlechter und da wird alles schlecht. Also wenn sie zum Beispiel zu Hause am Tisch, wenn sie zusammen sich am Tisch setzen und darüber reden, dann wird es bestimmt besser, als wenn die Eltern sagen, ach, du bist ein Chaot, was machst du denn überhaupt, nur anzeigen, bereue ich, dass du mein Kind bist und so eine Sachen zum Beispiel. Dann werden halt die Jugendlichen dann kapseln sie sich ab von der ganzen Gesellschaft überhaupt. Dann kennst du nur noch eins, die Straße, denke ich mir. Über eine Woche haben wir mit den Jungen schon gedreht. Sie sind mit uns zufrieden. Bis dahin haben wir das gefilmt, was sie gerne zeigen. Aber diese Bilder, diese Aussagen passen nicht zu den Schlagzeilen und Statistiken der Gewalt. Wie kommt man da heran, ohne selbst die Gewalt zu inszenieren? Eines Tages, die Kamera war längst abgebaut, fragt uns Tunsch, wie viel zahlt ihr, wenn wir rüber in den Osten fahren und uns mit den Nazis prügeln? Das mit der Politik nicht nur ehrlich ist, ist es eigentlich nicht ein Vorwand? Wie? Dass immer sagt, ja, wir sind politisch und wir müssen uns wehren. Ja, ist kein Vorwand. Und tun nur noch jeden in die Fresse hauen. Wir nehmen ja nur die Leute, die es verdient haben. Gottes Recht daran. Wie die polizeiliche Einschätzung jetzt ist, weiß ich nicht. Aber solange ich mit euch zusammengearbeitet hatte, war es eigentlich so gewesen, dass auch die Polizei nach einigen Monaten gesagt hatte, es ist besser geworden. Wo für mich natürlich die Grenze erreicht ist, ist halt immer zum Beispiel andere schädigt. Ja, okay. Das kann zwar schön und gut, schön und wahr sein, aber du verstehst nicht, woher diese Gewalt kommt. Also Tunsch klärt einen Sozialarbeiter auf. Also da wir uns als Ausländer nicht politisch irgendwie beteiligen können, ist unsere einzige Wahl. Ich meine, wir haben nichts mitzusagen, nichts mitzureden. Wir sind hier geboren und auch wir haben ausländischen Pass, wir dürfen nicht wählen. Also wir haben hier nichts zu sagen, was die Politik anbelangt. Also ich sage es mal grundsätzlich, ich bin der Meinung, dass Gewalt überhaupt gar keine Probleme lösen kann, sondern eher neue Probleme schafft und dass es immer mehr auch eskalieren kann. Und was die sinnlose Gewalt angeht, da bin ich der Meinung, das nimmt zu. Einfach dieses Rumziehen von Jugendgangs und einfach irgendwelche Leute zusammenzuschlagen. Und da ist es vorgeschrieben, dass es also Rechte sein sollten, Rechte sein nicht sein sollten, sondern es ist halt so der Ausdruck, ich möchte irgendwie auf mich aufmerksam machen, ich habe diese Wut und Hass und Aggression in mir drinnen, die müssen irgendwo raus. Wen es erwischt, ist mittlerweile vollkommen egal. Diese Tendenz gibt es ganz deutlich. Die Berliner Polizei setzt Ermittlungsgruppen gegen die Straßengangs ein. Beamte der ersten Polizeidirektion diskutieren mit den Panthers. Sie wollen anonym bleiben. Ein Polizist sagt, er hätte sonst Angst um seine Familie. Also mit dieser Waffe hier zum Beispiel ist eine offiziell eine Gaswaffe, die jeder häufig erwerben kann. Mit dieser Waffe ist also schon ein Mensch ums Leben gekommen. Und solche Waffen werden also bei Gruppenmitgliedern mitgeführt, gefunden und auch des Öfteren eingesetzt. Wir sind aus unserer Sicherheit. Guck mal, wir wollen uns was zusammenlassen, das ist alles. Die kommen nicht mehr hier, weil die Schiss haben. Aber damals kamen die, gucken Sie mal, ich schön angezogen, neue Hose, hier Baseballschläge raus. Aber jetzt ist es anders, jetzt ist es anders. Und jetzt freust du dich darüber? Ich freue mich, jetzt rüber gemacht, jetzt bin ich gerade auch keine Feindschaft. Aber es ist hier, die gibt es ja sicher auch, die gibt es immer noch. Aber nicht wie früher. Was heißt denn jetzt? Aber jetzt ist es viel gefährlicher. Jetzt sind nämlich die normalen Leute, die eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Kram zu tun haben. Die sind jetzt ausländerfeindlich. Und darum steht einstellen.
Sie sehen doch, was in der Zeitung steht. Es geht, das es geht. Das müssen wir machen, wir machen doch. Nein, das weiß ich nicht, das heißt... Machen auf Launa, das heißt nicht Black Panther nicht. Es gibt so viele, die gar nicht kennen, die Black Panther auf seiner Jacke haben. Das ist doch nicht unsere Prüfung. Wir kennen die. Ihr macht das aber falsch. Ihr macht das sehr oft falsch. Ich weiß es ganz genau. Ihr kommt zu uns, wir fragen euch, ist der eigentlich ein Black Panther, ja oder nein? Es ist grundsätzlich kein Black Panther. Wenn ich dich fragen würde, ist nur einer von den Black Panther. Dann sag ich ja, aber will, ist ja logisch. Nein, mit einem Lächeln auf dir. Nein, es gibt immer, ja, es gibt ein Tante bei den Black Panthers, die wir gar nicht kennen, zum Beispiel manche. Und wenn die uns was machen, die kennen die, wissen das gar nicht. Ihr müsst euch von den Leuten distanzieren, die so eine Scheiße bauen. Berlin ist groß, man kann nicht. Die sind Fans nur. Nee, nicht Berlin ist groß. Nur für euer Umfeld, eure Gruppe. Die Leute, die sagen, wir sind Black Panther. Und wenn ihr dabei wart oder sonst irgendwie was gesehen habt, ist klar, dass er dann sagt, nee, ist ja auch euer gutes Recht. Aber es geht darum, um diese Gruppengewalt. Und die ist einfach vorhanden. Und die ist extrem vorhanden. Bei den Gruppen, bei den Fighters, bei den Panthers und diesen anderen ähnlichen Gruppen. Der hat sich ja immer noch gesteigert. War es zu Anfang nur, dass es Prügelei war, untereinander mit Fäusten, war die zweite Stufe, dass sie so eine Messer, Gaswaffen, Baseballschläger gekauft wurden, um die zu zeigen. Und mittlerweile sind wir bei der Stufe angelangt, dass diese Sachen auch hemmungslos angewandt werden. Überhaupt keine Skrupel besteht, sowas auch zu benutzen. Wenn es sein muss, dann weiß man ja auch. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss, muss es nicht sein. Es muss nicht sein, aber es kann auch manchmal sein. Es muss auch manchmal sein. Was heißt, es muss sein? Es muss manchmal sein. Also, man weiß nicht, was auf dir zukommt. Zum Beispiel, wenn ich auf der Straße laufe, ja. Weil ich bin ja nicht immer zum Beispiel mit 10 Leuten zusammen oder so. Ich gehe auch arbeiten, ich komme. Zum Beispiel, es kann sein, dass mich auf einmal 10 Leute angreifen. Ich muss auch dagegen was tun. Ich kann sein, dass ich muss und das will. Kann nicht sein, wir leben nicht mehr im Wilden Westen. Das kann nicht sein, ob hier dieser falsch verstandene Stolz, wie den immer öfter von euch mitkriege auf der Straße hier mit Murat, da liegt oftmals solche Gespräche. Wir sind in unserer Ehre verletzt. Was heißt denn Ehre verletzt? Ehre verletzt heißt sofort, das Gegenüber abzustechen oder zu Fresse zu hauen oder sonst wie. Das kann nicht sein. Na, das ist doch heutzutage normal. Das ist nicht normal. Nur manchmal. Manchmal reicht. Ich glaube auf der Straße ganz vernünftig. Ja. Ich komme vom Dönerland raus, da stand ein Polizei vor mir mit Waffe. An den Wand. Alle Leute, ältere Leute, unser Vater, Mütter gucken uns zu. Was denken die alle über uns? Und den Murat hat erst mit Polizei festgenommen. Und was sprichst du so rum? Dann mein Name wird da schlecht angezeigt von dem ganzen. Beispiel, ja, weil du gerade deine Eltern. Auch umdrehen. Weißt du, was umdrehen? Weil du gerade deine Eltern ansprichst. Meint er denn, die findet toll, was ihr so macht? Ja. Ihr seid ja immer gegen Ausländerfeindlichkeit. Stellt ihr euch auch selber so dar. Aber ihr fügt dieser Ausländerfeindlichkeit mehr Schaden zu. Ihr bringt viele Leute mehr dazu, ausländerfeindlich zu werden, durch das Verhalten, was ihr an Tag legt. Und das sehen auch eure Eltern so. Wir lassen doch nicht so, dass unsere Eltern auf der Straße oder unsere kleinen Brüder oder Schwestern angemacht werden. Die werden doch angemacht. Ist doch nicht. Natürlich. Ja, dann müsst ihr zur Polizei eine Anzeige erstatten. Und wenn ihr Polizei, ihr seid Ausländer, was? Nein. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Das ist eure Vorstellung, wie ihr gerade. Warum kommt ein Deutscher, sagt, hier, der hat mir jetzt das und das gesagt. Gleich nehmen Sie ihn fest. Wenn du sagen würdest, der Deutsche hat das und das gemacht, würde der ganz genau festgenommen werden. Dann gehört erst auf ihn, nicht auf mich. Es ist falsch. Du hast doch die vollen Vorurteile, das höre ich doch. Ihr habt alle ein Feindbild, was nicht existiert. Auf unserer Seite, von Seiten der Polizei aus, existiert kein Feindbild. Gewalt. Für diese Jungen ist sie unvermeidlich. Sie gehört zum Leben. Wenn Gewalt zum Alltag wird, schwindet das Gefühl für Gut und Böse. Aus kleinen Raufereien wird blutiger Ernst. So was kommt da zustande, weil diese Jugendlichen Abenteuer vielleicht. Und dann sind sie halt aggressiv, weil sie sowas nicht bekommen und weil sie dann vielleicht am Tag noch angepölt werden mit irgendwelchen Leuten in dieser Aggressivität. Dann sind sie leicht provozierbar auf der Straße, wenn sie umherziehen und auf Diskos gehen. Und dann gehen sie in den Disco und kommen da nicht rein. Dann werden sie noch aggressiver, noch sauber. Wenn dann halt einer kommt und der macht ihn dann irgendwie Leute an und dann entlädt halt sich diese ganze Aggressivität und diese Diskriminierung an den Leuten. Also es gibt da eine Verbindung, wenn man halt in den Nachrichten sieht oder so Jugendbandenfilme sieht, zum Beispiel amerikanische, und da sieht man zum Beispiel, dass die Leute, die Banden dort,
zum Beispiel neutraler sein und sich mit Waffen beschießen, dann versuchen die Gruppen hier auch irgendwie einen Anschluss zu finden. Und da macht eine Gruppe zum Beispiel was Schlimmes, zum Beispiel die haben Stamm in einer Gruppe und einer verletzt den anderen, das andere Gruppenmitglied mit einem Messer. Dann sagen sich andere Gruppen, oh, guck mal, wir sind ja schon stark und berühmt dadurch geworden, warum machen wir sowas nicht auch? Und durch dieses Hin und Her Konkurrenz, dieses Hin und Her Konkurrenzkampf, dann die schneidet immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Also man kann dies nicht stoppen, also es läuft immer weiter irgendwie. Wir haben irgendwie den Brüderschaftsinstinkt, dass die nicht haben, wenn keiner von uns zu oder abholen, wenn irgendwas ist. Keiner. Entweder nehmen wir alle drauf, sind wir alle richtig in die Fresse oder gar keiner. Ich würde für meine Freunde sterben. Wenn ihnen zum Beispiel passieren würde, ich würde, und jeder will Messer auf mich suchen, will wirklich schon stellen, dass ich wieder Messer brauche, wie er. Wenn er sterben würde, will ich rechnen, auf jeden Fall. Ist das so. Ich hoffe, wenn er sterben will. Was ist das? Gab es da schon mal zwischen den Gangs irgendwie eine richtige Maskenschlägerei? Natürlich. Die Statistik, Black Panther, da waren wir auch dabei. Von was? Bei einer Zeit lang war ja richtig Krieg, da wurde ja einer von denen, haben sie hier, vom Ohr bis zum Mund, also geschlitzt bei denen. Und danach war Krieg. Also jeder, der das jetzt erwischt wurde, und dann ein paar Trainer hatte ich. Wir haben überall gesucht. Geld gewonnen? 15 Autos sind bei Lucy gefahren. 15 Autos voll, also darunter ein paar VW-Busse. Wir wollen halt keiner im Grunde genommen, weil es ist nie dazu gekommen, dass wie beim Fußballspiel das 10-10 gegenüber stehen, sondern wir haben mal von uns ein paar alleine erwischt und wir von denen. Sie sagen von sich selbst, sie seien die Gruppe mit den besten Waffen. Ist halt die Naja, die haben schon ziemlich viele Waffen. Also, was man Waffen nennen kann, Maschinengewehr haben. Ja, Maschinengewehr? Natürlich. Was da im Osten, die Russen haben das Zeug da verschachert wie sonst, also Apfel und Ei. Natürlich, Mann, du hast eine Marakov, das ist eine russische 9mm Pistole. Hast du 150 Mark von da drin? Kannst du gleich. Du kannst du, das ist die Gelbe hier. Das war die Zeit, als die Mauer aufgegangen ist, an der Kaserne. In der Vikingstraße, Skinhead. Da flog sogar ja die ihre Dings, die haben Panzerfäuste sogar. Frag doch mal aus, was war da? Die haben alle da. Und in der Zeit haben sich die ganzen Gangs auch eingekauft? Natürlich. Also wir haben das halt auch erfüllt, aber. Das haben wir am meisten. Dass man zum Sturmgewehr anrichten kann. Ich denke, wenn du damit immer auf eine Truppe richtest, dann gegen 10 Leute. Meinst du, wenn die Waffen irgendwann eines Tages auch mal einsetzen? Ja, am Zeit kommt was. Wenn ich jetzt sagen würde, in die falsche Gesellschaft gekommen, dann würde ich halt nur die Schuld den anderen geben. Es war schon die falsche, aber ich bin auch mal schuld. Also ich habe immer mit meinen Freunden umgegangen und habe immer andere Sachen verschoben. Also jetzt habe ich zum Beispiel ein geregeltes Leben. So. Ich gehe zur Arbeit, zum Training und nach Hause. Halt. Hier gehe ich jeden Tag zum Lehrgang, wo ich viel über Elektrotechnik lerne und wo ich dann im September eine Lehre bekommen werde. Hoffentlich. Also, und halt dieses Jahr für diese Lehre verwenden kann. Ich will eigene Fitnessstudio aufmachen. Eigene Fitnessstudio. Also ich würde mir gerne einen Porsche kaufen. Also ich will gerne reich werden, ne? Also wenn man gerne Geld hat, kann man auch mit alles schon. Man kann also glücklich sein, richtig glücklich, man kann alles machen. Alles geht übers Geld, ne? Ja, ich habe Zeit, weil ich nicht arbeite und so. Ich habe jetzt bei der Firma aufgehört zuletzt, wo ich gearbeitet habe. Und Seit 6 Monaten bin ich arbeitslos. Dadurch habe ich immer mehr Zeit. Das ist schlimm. Ich rufe fast jeden Tag 10 Firmen an. Letztes Jahr habe ich 150 Bewerbungen geschrieben und dann immer alles abseits. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen will. Meine ganzen Freunde arbeiten und so. Und ich bin immer unterwegs und so. Da komme ich immer durch schlechte Beratung so, durch andere. Das ist nicht gut. Ich mache keine Scheiße, aber kann ja sein, weißt du, dass ich irgendwie Geld brauche und so. Kann ja passieren.
Erst zum Ende der Dreharbeiten sprechen die Panthers über Gökhan. Gökhan war ihr guter Freund. Eines Tages wurde er zum Mörder. Ein Unglück, sagen die Panthers. Ein Unglück, das sich wohl wiederholen wird in Berlin-Wellingen. Also die wollten leichter Geld verdienen. Ne? Wir haben gesagt immer zu denen, wir sind nicht beschert wegen dreckigen Arbeiten und so. Hört auf, sowas hat kein Ende und so. Und eines Tages, dann haben wir gehört, ist das, die sind schon im Knast. Also die sollen da den Mann umgebracht haben. Also die wollten erst Raum, haben sie geraubt und dann der Mann hat den wahrscheinlich erkannt oder so. Die haben auch Angst gehabt. Sie wussten nicht auf einmal, wie es passiert ist, aber der Mann war schon tot. Also das wollte sie natürlich auch nicht. Aber es ist ja schon mal passiert, ne? Wenn man einen Menschen mit 27 Messerstichen niedermacht, findest du nicht, dass das unheimlich brutal ist? Ja, ist auch brutal. Sowas ist brutal. Ich meine, ich würde sowas niemals machen können. Ne? Aber in so einer Situation, dass sie nicht wussten, was sie machen, die waren auf einmal verrückt, ne? Die haben Geld genommen und dann der Mann hat den erkannt, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, wenn er, da er uns erkannt hat, sind wir sowieso tot. Wir werden uns ganz schnell also erwischen. Würdest du oder irgendeiner deiner Freunde irgendjemand für 10.000 Mark verpfeifen? Wie denkst du darüber? Nee, ich würde nicht, weil er ist mein Freund. Und ich weiß auch, wieso er das getan hat. Ich weiß auch genau, dass er das nicht unbedingt tun wollte, dass er nur Geld wollte. Die sind nicht gerade dahin gegangen, um den umzubringen oder so. Ich glaube nicht, dass wir kriminell sind. Ne? Also ich habe schon mal auch gesagt, dass das nur Ausreden von Presse sind. Also die schreiben einfach sowas, die wollen zeigen, dass wir kriminell sind, aber dabei sind wir gar nicht kriminell. Und außerdem, dass Jokon und so weiter jetzt sowas getan haben, drin sind, das war auch ein guter Beispiel für alle anderen, für die Nachwuchs und so weiter, genauso auch wie wir zum Beispiel es. Er hätte auch sagen können, dass wir auch sowas tun würden. Eines Tages, man weiß nicht, was kommen wird, ne? Und das war auch ein guter Beispiel. Also ich glaube nicht, dass jemand noch sowas tun würde, aber sowas auf keinen Fall. Vielleicht Kleinigkeiten weiß man ja nicht. Was wären denn Kleinigkeiten für dich? Sein Raub oder Clown, ich weiß nicht. Also umbringen auf keinen Fall, ne? Man kann ja manchmal Geld brauchen, man kann manchmal verrückt sein. Man ist immer nicht nett, ne? Manchmal ist man doof. Wir haben auch Tage da, wo wir ganz verrückt sind und so weiter. Aber da heißt es nicht gleich, wir sind immer verrückt. Manchmal ist jeder verrückt.